So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Ja, im letzten Teil einem eigentlich nicht so schwere Mission katastrophal gelöst und trotzdem S-Rang dafür bekommen. Gut, kann man machen. Und sind jetzt zu unserer Luftkommandozentrale zurückgekehrt und haben gerade erfahren, dass die Basis Entwicklungseinheit gegründet wurde. Was das ist, erfahren wir jetzt. It's going like crazy, thanks to you, boss. In fact, it's getting downright crowded around here. To bring a greater number of people on board, we'll need to expand our facilities. To that end, I've created a base development unit. It has two roles, material refinement and platform construction. I'll start with the material refinement part. The base development unit procures material resources on a regular basis according to its level. The materials are stored in containers and placed on the deck of Mother Base. Once they're finished being processed, they can finally be put to use. By using these materials to build new platforms, we'll be able to add a greater number of staff to our ranks. We don't need any specific instructions from you to refine the materials, but I want you to be the one to decide how we construct platforms. Once we have sufficient GMP and the required material resources, you can issue construction orders from your iDroid. Genau, kurz gesagt, mit dieser Einheit können wir halt unsere Motherbase vergrößern. Punkt. Und demnach dann auch mehr Leute einstellen. So, und wir können Armprothesen entwickeln, weil wir den Typen ja rausgeholt haben. Da ist er nämlich. Und er ist Embionik-Spezialist. Schön, schön. Boss, we've received a back-channel request from Langley. We find a piece of new American military hardware that's gone missing in the mountains of Afghanistan. It's a difficult mission, but I'd say you're back in top form by now. Check your iDroid for the details. Ja, man sieht ihm total an, dass er in Topform ist. Er sieht auch überhaupt nicht angeschlagen aus. Er hat sogar einen Bypass hier. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Also, beim ersten Mal spielen, der hat auch eine Uhr da dran. Okay, bei mir ist das, glaube ich, alles ein bisschen anders. Aber egal. So, und dann gucken wir mal auf unseren iDroid. Wir haben einen Tagesbonus erhalten, ja. Das gibt es nämlich auch. Das steht hier oben unter Belohnungen. Und da kriegen wir ab und zu was. Dieses Belohnungsfach, da wie ihr hier seht, dieses Belohnungsfach, das kriegen wir auch später, wird es aufgefüllt durch andere Sachen. Das hier sind alles so Multiplayer-Gedöns. Wieso kriege ich das denn jetzt alles? Na egal. Wir nehmen es einfach mal. Einen geschenkten Gaul und so weiter. So, das ist orange unterlegt. Was sind Online-Entwicklungsgegenstände? Das interessiert uns eigentlich gar nicht, weil ich das Spiel sowieso nicht online spielen werde. Es gibt nämlich auch so ein paar kleine Online-Funktionen, die mir aber absolut am Arsch vorbeigehen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Aber dazu kommen auch erst sehr viel später. Ah, das ist unsere Knarre. Wann wird die? Achso, noch ein Entwicklungsteam-Level und dann wird die aufgebessert. Da guckt er, für die dritte Stufe unserer Waffe, unserer Betäubungswaffe, brauchen wir schon Entwicklungsteam-Level 20. Krass, krass, oder? So, gucken wir mal, was wir für den Hubschrauber vornehmen können. Den haben wir auch. Ah, wir können Lautsprecher entwickeln. Machen wir dann auch mal. Dann können wir dem nämlich einstellen, dass wenn er uns abholt, ein Song gespielt wird. Von den Kassetten zum Beispiel. Können wir uns nämlich eine Musikkassette aussuchen. Was nehmen wir denn mal? Da kommt immer das Anfangslied, was wir haben. Drücken Viereck und zack. Jetzt immer, wenn er uns abholt, ertönt diese Musik. Was wohl zum Abschrecken der Feinde sein soll oder so, wurde es mir erklärt. So, ansonsten haben wir irgendwas Begleiterausrüstungmäßiges, was wir noch machen können. Irgendwie braucht das iDroid sehr lange. Ne, das haben wir schon entwickelt, ne? Ja, sind nur neue dazugekommen, aber wir können noch nichts entwickeln. Okay. So, dann gucken wir doch mal in die Basiseinrichtung. Da können wir nämlich gucken. Das sind unsere Plattformen, aber wir können leider noch nichts erweitern. Das seht ihr halt an dem roten Schloss, das ist ja leicht zu erkennen. Und zwar fehlen uns dazu die ganzen Nebenmetalle und so weiter, wie man hier sieht. Man kann auch, wenn man draufdrückt, nochmal sich einen richtigen Überblick davon verschaffen. Seht ihr, wir brauchen Nebenmetall 1000 und haben gerade mal 200. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen was finden. Aber wie gesagt, später gibt es auch eine Möglichkeit, wie man relativ schnell an sowas kommt. Deswegen gibt es dann auch mal eine Zeit, wo das dann wirklich schnell vorangeht. So, jetzt haben wir wieder eine Nebenmission und wir haben wieder zwei Hauptmissionen. Und zwar immer noch die Hauptmission Nummer 4, die wir übersprungen haben, weil wir da näher dran waren. Und dann haben wir noch Hauptmission Nummer 6. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die nächste Nebenmission, nämlich sichern Sie den Riot MP Bauplan. Sichern Sie den Bauplan, um die Entwicklung auf der Motherbase voranzutreiben. Machen wir. So, wir sehen, hier ist das Einsatzziel und hier können wir landen. Machen wir dann auch an der Stelle.
Ah, ich habe irgendwas im Hals. So, dann können wir unseren Begleiter auswählen. Wir haben halt nur die Horse, aber wir können ihm jetzt hier mal den Kampfanzug anlegen. Und dann sieht er nämlich so stylisch aus. Bada bam. Gut, ne? Und ist jetzt kugelsicher teilweise. Ich weiß gar nicht, ob das Pferd überhaupt sterben kann. Es hat bei meinem anderen Spiel schon mehrere Schüsse abbekommen, aber es ist halt nichts passiert. So, Ausrüstung und so weiter können wir, glaube ich, so lassen. Wobei, ich muss mal kurz was gucken. Unterstützungswaffen, genau. Gibt's da nicht schon? Nee, schade. Ja, man kann später noch was entwickeln, so Nachschubsvorrat. Vielleicht kann ich ihn auch schon entwickeln, hab's nicht gesehen. Dann könnt ihr wieder so eine Rauchgranate werfen, wie bei Peace Walker. Und dann kommen da Munition und so weiter angeflogen. Aber okay, lassen wir es erstmal so. Und ich würde sagen, oder haben wir... Moment mal, haben wir eine andere... Nee, wir haben nur Tigerstreifen und Olivgrün, okay. Dann würde ich sagen, starten wir mal die Mission. Yay! Und da sitzen wir schon im Heli und werden fast bis an den Rand gebracht, wo wir hin müssen. Ja, und was ich dann halt meistens mache, habe ich auch im letzten Teil schon erklärt. Ich markiere mir jetzt hier extra nochmal das Missionsziel im iDroid, damit es mir die fast exakte Position anzeigt, wo das Ding liegt. So, und da hört ihr jetzt im Hintergrund, wenn ich aufhöre zu labern, vielleicht auch die Musik, die ich eingestellt habe für den Heli. Na gut, die ist jetzt sehr leise. Aber was soll's. So, hier steht unser Pferd mit seiner stylischen neuen Rüstung, wie man sieht. Aber ich glaube, ich brauche das Pferd gar nicht, weil guck mal, ich bin schon fast da. Und das ist mal wieder ein Großgebiet, durch das ich mich jetzt mal wieder versuche durchzuschleichen. Aber ich euch natürlich nicht versprechen kann, dass es klappt. Und ja, ich schätze mal, hier wird sich auch der Bauplan befinden, weil es sieht auch so durch diese roten, sind zwar nur Handtücher, die da hängen, aber es sieht halt so auffällig aus, ne? Das sieht so aus, als könnte da was versteckt sein. Deswegen begeben wir uns mal langsam dahin. Und deswegen fange ich auch an zu rennen. Macht gar keinen Sinn, oder? Aber gut, ich fange immer erst an, langsam zu werden, wenn wir in dem Missionsgebiet drin sind. So, weil ich will ja auch keiner Wache in der Hand, in den Arm laufen. Mal gucken, hier vielleicht auch noch was Interessantes drin. Nee. Und da liegt wieder so ein bisschen Materialien, die sind natürlich immer gut. Ja, deswegen habe ich sie auch eingesammelt. Ja, das würde ich gerne mal machen, aber ich finde hier keinen. Ich bin da jetzt gerade ein bisschen vorsichtiger. Okay. Wir sind schon fast da, nur da reinzukommen wird dann wahrscheinlich nicht mehr so einfach. Ich höre irgendwo ein Auto. Irgendwo ist was geparkt. Ah, da hinten haben wir schon mal einen, seht ihr? Der steht da rum. Ich guck mal, ob ich mich zu ihm durchschlagen kann. Vielleicht kann ich ja dann echt was über den erfahren. Wenn er da alleine steht. Manchmal unterhalten die sich auch mit Leuten. Und die sieht man dann erst später, wenn man fast bei ihm ist. Und das ist dann natürlich nicht so von Vorteil. Aber der scheint hier ganz alleine zu stehen. So. Und dann nähern wir uns mal ganz unauffällig. So, komm her. Was weißt du darüber? Ja, und das ist wahrscheinlich der Bauplan, den wir suchen. So, jetzt werden wir ihn noch betäuben. Ja, damit wir ihn natürlich auch mitnehmen können. Wir brauchen momentan jeden Mann. Also, komm mit. So. Der wird aber allerdings erst auf der Karte verzeichnet. Der Bauplan. Ah, nee, er meinte den hier. Hinter mir ist einer. Im Gebäude. Er meinte nicht den, den wir suchen, aber... Ich weiß ja ungefähr, wo er ist. Schätze ich mal. Dann gucken wir mal hier, ob wir den Bauplan hier finden, von dem er geredet hat. Auf jeden Fall haben wir hier wieder Materialien. Das ist natürlich auch gut. Ah, hier, seht man da.
Da ist er. Ach. Okay, das war er doch. Okay, ich habe jetzt echt angenommen, dass er da in dem Gebäude ist. Ja, wie ihr seht, diese Anzeige, was ich da immer mache, wenn ich die Mission so anwähle, ist nicht immer hundertprozentig zuverlässig. Aber es ist halt öfters so, dass ihr euch fast genau anzeigt, wo das ist, was ihr finden sollt. Hat sich jetzt leider nicht gemacht. Aber wir haben die Nebenmission damit, glaube ich, beendet, ne? Aber mich würde trotzdem interessieren, was da dann noch so Tolles in dem Gebäude drin ist. Vielleicht finden wir da ja auch irgendwelche besonderen Sachen. Auch wenn ich jetzt riskiere, wieder entdeckt zu werden, mache ich mich mal auf den Weg dahin. Einfach mal so. Der Typ dürfte jetzt auch gleich umkippen. Stash a downed enemy in there, or hide in it yourself. Just don't stand too close to me afterward. Kann man gut verstehen. So. Okay, dann komm, nehmen wir dich noch mit. So, dann gehen wir mal gucken, ob wir hier noch irgendwas Interessantes haben. Hohe Diamanten. Habt ihr vielleicht schon gemerkt? Die geben euch immer Geld. Ist ja. Kann man sich ja auch denken. Okay, hier ist aber nichts. Ich mag das nicht, dass die Kamera immer so nah an Snake dran fährt, wenn man in einem Gebäude drin ist. Da verliert man irgendwie voll die Übersicht. Okay, hier sind so ein paar Waffen. Aber ansonsten gibt es hier echt nichts Tolles. Ich hatte jetzt gedacht, da wäre vielleicht noch irgendwas Großartiges, Geheimes versteckt. Dann gucken wir mal auf die Missionsliste. Ach, seht mal an, guck mal. Wir sind mitten im Missionsgebiet drin von der nächsten Hauptmission. Dann machen wir die doch mal. Die heißt Informationskontrolle. Zerstören Sie die Kommunikationsanlagen der Sowjets, um zu verhindern, dass Verstärkung zu den Außenposten geschickt wird. Boss, Information Warfare is more than just Intel gathering. It also means disrupting enemy communications. Your mission is to punch a hole in the comms network between the Soviet outposts. That'll cut off their means to call in reinforcements. Technically, we were given this mission by a Western-backed Arab organization supporting the guerrillas. But it'll also give us a leg up in the future. Take a look at the location of the Eastern Communications Post on your iDroid. Head there and destroy its comms equipment. He who controls information controls operations. Just look at Cypher. Good luck, boss. Okay, gut, das sollte hoffentlich nicht so schwer sein. Aber wir müssen jetzt erstmal dahin, weil wir ja die Mission erstmal wieder annehmen müssen. Da wir nicht im Hubschrauber sitzen. Ist das denn auch kein Umweg? Führt er uns jetzt nicht voll in die Irre? Ne, genau. Hier müssen wir sie annehmen und hier müssen wir, glaube ich, hin, hat er ja gesagt, Eastern Communication Post. Dann werde ich mich jetzt erstmal nur noch auf den Weg bis zu der Markierung da machen. Und dann erstmal einen Cut machen und dann müssen wir die Mission im nächsten Part abschließen. Hoffentlich. Und hoffentlich dann auch besser als die letzte Hauptmission. Aber gut. Ja, und hier ist es halt leider so, wie ich jetzt schon oft erwähnt habe, die ersten paar Hauptmissionen für lange Zeit sind jetzt tatsächlich mit sehr wenig Story verknüpft. Das sind eher mehr Nebenmissionen aufgezogen als Hauptmissionen, könnte man so beschreiben. Da kommen auch kaum Zwischensequenzen oder gar nicht. Ich habe mir immer noch eine kleine Regel gesetzt, wollte ich eben noch ergänzend dazu sagen. Ich habe ja im letzten Part oder in den letzten Parts habe ich ja erklärt, wie ich das mit den Nebenmissionen handhaben will, dass ich auch so ein paar Offscreen mache oder so. Ich werde aber nie Offscreen alleine in die Motherbase zurückfliegen, was man natürlich auch jederzeit machen kann. Denn da kann es nämlich öfters passieren, dass da plötzlich eine Zwischensequenz kommt. Und ich schätze mal, das werden wir auch heute am Abschluss meiner Session mal kurz machen, um zu gucken, ob da noch so eine kleine Zwischensequenz kommt. Es ist meistens eigentlich nichts Besonderes. Da sieht man vielleicht mal, wie Ocelot ein paar Soldaten trainiert oder so. Aber das möchte man natürlich auch nicht verpassen. Später wird das sogar so weit, dass da auch wirklich noch Story-Zwischensequenzen kommen. Einfach so random. Man weiß nicht, wann die kommen, aber immer wenn man so zur Motherbase zurückkommt. Ab und zu kommt es auch vor, dass du über Funk durchkriegst, hey, hier ist was passiert auf der Motherbase, komm mal bitte sofort zurück. Und dann weißt du eigentlich schon, dass da jetzt eine Zwischensequenz kommt oder so. Aber ich möchte das jetzt lieber nicht riskieren, dass ich dann, wenn ich offscreen so ein paar Nebenmissionen mache, dann zur Motherbase zurückkehre und hier dann die Zwischensequenz verpasst. Das würde ich dann schon gern aufnehmen.
Wir wollen ja jeden kleinen Schnipsel Story haben, den uns das Spiel vorwirft. Und davon ist es leider nicht wirklich viel da. Also nicht so viel wie bei den anderen Metal Gear Spielen, muss man sagen. Ich hatte jetzt erst vor ein paar Tagen, habe ich ja bei meinem Spiel schon weitergespielt. Und habe da endlich mal wirklich mehrere Minuten lang eine Zwischensequenz gehabt, was mich sehr gefreut hat. Soviet's reinforcement system by putting a hole in their base-to-base comms network. Head for the Eastern Communications Post and destroy its comms equipment. First, use the binoculars to locate the communications equipment at the facility. Gut, das werden wir machen. In 700, fast 800 Metern liegt da hinten das Ziel. Aber wie gesagt, werden wir es erst im nächsten Teil machen. Und ich würde sagen, bis dahin würde ich sagen, was ist erstmal für Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, und im nächsten Teil geht's weiter. Also bis dann. Ciao.